Von Anfang an kamen die Stuttgarter Kickers in weißen Hosen auf dem morastigen Boden des Waldhofsplatz besser zurecht. Überraschend schossen sie durch Höfig doch den Führungstreffer. Dieses Freistoßtor noch einmal in der Zeitlupe. Aber auch die Kickers hatten ihre Chancen, die jedoch zunächst Torwart Vogler vereitelte. Schäffler, Böhringer und Vogler. Ihm verdankte Waldhof vor allem die 1:0 Führung. Nach Seitenwechsel drängten die Kickers noch entschlossener. Schick scheitert zunächst an Vogler, doch in der nächsten Szene konnte er ihn mit diesem Freistoßtor bezwingen. Nun, Waldhof wachte jetzt vorübergehend aus seiner Lethargie auf. Treutlein. Und Lehrer mit einem überraschenden Linksschuss. Diese Situation noch einmal von der Torkamera. Torwart Kreter. Ja, die Mannheimer wurden von den Stuttgartern unerbittlich bewacht. Hier Eisenhardt. Der kleine, quirlige Eisenhardt war überhaupt einer der besten Kickerspieler. Hier allerdings stand er im Abseits. Dann wieder Fürther, der geschickt Lederer und Hilbert täuschte. Eine genaue Flanke und der heranstürzende Mrosko köpfte zum 2:1 ein. Mrosko hat sich in letzter Zeit mächtig gesteigert und er war in Waldhof kaum zu bremsen. Hier rettete Vogler noch einmal, doch dann hatte er gegen Fürther das Nachsehen. 3:1. Schließlich erzielten die Stuttgarter noch das 4:1 gegen die überraschend konditionsschwachen Waldhöfer. Fürther schoss dieses Tor für die nun wieder recht zuversichtlichen Kickers.